Make-up, bitte. Yes, sir. Of course. Ja, zu mir. Mhm, Vorsicht. Ja, so. Mhm. Oh. Passen Sie doch auf. Doch nicht in die Augen. Oh. Sind Sie neu in dem Geschäft? Ja, du bist gut. Ja, du bist ja gut. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Brennpunkt Frankfurt. Der Osten ist beleuchtet, der Hafen brennt. Beim 10. Osthafenfestival im Theater des Lachens, da brennt die Luft. Aber hören Sie live von unserem Auslandskorrespondenten Pierre Diex. Pierre, wie sieht's aus? Jean-Pierre, wo bist du denn gerade? Ah, was bin ich schon auf Sendung? Ja, Jean-Pierre. Ach, wo ich bin? Ach, Marelle! Ja, danke für die Schalte direkt hierher. Ich befinde mich gerade vor dem Theater des Lachens. Denn hier wird in Kürze das 10. internationale Objekt- und Puppentheaterfestival unter dem Motto Lichtgestalten stattfinden. Tatsächlich? Und sag mal, Jean-Pierre, wer wird denn da alles zugegen sein? Ach, wir erwarten hier nationale und internationale Theater. Aus welchen Ländern denn? Zum Beispiel aus Polen, aus Chile, aus Frankreich und natürlich aus Deutschland. Die Protagonisten hier dieses Theaters befinden sich mitten in der Vorbereitung und sind fast am Ende. Und wann geht's los? Am 14.09.2023 um 19 Uhr findet die Eröffnungsveranstaltung statt. Dürfen wir mal gucken? Aber selbstverständlich, ich zeig euch was. Kommt mit. So, komm mit. So, meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich nicht missen, Ihnen die gute Seele des Theaters vorzustellen. Fräulein Monika! Fräulein Monika, bitte beschreiben Sie unseren Zuschauern doch mal Ihre Rolle hier in diesem Theater. Ich mache hier nur die Schnittchen. Aha. Ausschließlich oder auch die Getränke? Ja, auch die Getränke. Genauso sieht es aus. Hab jetzt auch noch eine Menge zu tun und geht ja bald los. Fräulein Monika, unser Publikum würde interessieren, wie viel Schnittchen schmieren Sie denn so während eines Festivals? Naja, also Sie können jetzt mal kurz mal hochrechnen. Also wenn ich mir recht erinnere, dann hatten wir in den letzten Jahren so circa 1500 Gäste. Mhm. Also wenn jetzt jeder nur ein Schnittchen essen. Dann macht das ja fast 1000 Schnittchen. Ja, das macht ja so, ja. Mhm. Stellen Sie vor, jeder würde zwei essen. Das wären ja mindestens... Das Doppelte. Ja, mindestens das Doppelte. Ja, können Sie sich ja vorstellen, was hier los ist. Ja, danke, Fräulein Monika. Ja, ein sehr interessanter Einblick in Ihr Aufgabengebiet. Ich muss jetzt auch mal weitermachen, ne? Wollen Sie vielleicht noch jemanden grüßen, Schwester Monika? Ja. Dann bitte, die Kamera gehört Ihnen.